Jo Leute, was geht ab? Hier ist wieder Abim und Gabriel am Start. Ja, huch, man sieht ja mein Mikro, das sollte eigentlich nicht so sein. So, ja, wir sind heute in den NU Open unterwegs. Und ich werde auch mal gleich accepten. Und so. Okay. Das ist jetzt erstmal ein interessantes Squad auf den ersten Blick. Holy, das Dradigon und das Miss Magius könnten ein Problem sein. Muss man definitiv schauen. Scarf Token Maru ist richtig gut, weil wir einfach Sing zappen können. Right off the bat. Allerdings weiß ich noch nicht, was für ein Weaker Volt er da hat. Das heißt, daher könnte das ein Problem werden. Aber da müssen wir definitiv mal schauen. So. Also, ich würde am Anfang erstmal sagen, dass es eventuell so ist, dass sein Elektroball hier den Anfang macht. Aus dem Grund würde ich entweder mit Regirock leaden. Oder mit Togedemaru. Eventuell auch mit Weezing. Obwohl, nein, Togedemaru ist nicht schneller als Electrode. Und Weezing will ich eigentlich nicht geschwächt haben, weil Weezing dann noch sehr, sehr gut ist gegen das Klingkling, dadurch, dass wir Rocky Helmet haben. Probably wird's Pangoro, wenn er mit Dradigon anfängt. Das ist fein. Wir sind auf jeden Fall schneller als Dradigon, was schon mal unglaublich gut ist. Und ich glaube, ich kann ja erstmal ein... Eigentlich könnte ich hier erstmal einen Knockoff abwerfen oder ich wechsle in Xatu. Ich glaube, ich wechsle hier mal in Xatu, weil ich definitiv keine Rocks auf meiner Spielfeldseite haben will. So. Und ich glaube, wir können hier erstmal unser Toxin abwerfen hier auf das Dradigon. Und so, jetzt muss ich natürlich erstmal schauen. Defog haben wir auf dem Squad nicht, ne? Nee. Das heißt, ich werde hier einmal auf die Nightshade gehen, falls er auswechseln will. Jopp. Und kann jetzt sofort. So, er ist natürlich schneller. Und ich werde ja auch nochmal ein Toxin abwerfen. Einfach um dieses Electrode mal hier rauszukriegen. Er kann natürlich boomen jederzeit. Was natürlich ein kleines Problem ist. Ich werde ja einmal U-Turnen. Während er für den Volt-Wechsel geht, das ist fein. Von meiner Seite aus. Wenn wir hier den U-Turn erwischen, dann wäre das richtig, richtig gut. Wir kriegen den U-Turn schon mal. Und können jetzt in Togedemaru gehen. Was Togedemaru macht, ist, es forst auf jeden Fall erstmal das Miss Magius raus. Und ich kann ja selbst mal für die U-Turn gehen. Während er wahrscheinlich auf das Weaker Volt geht oder auf das Electrode. So kann ich auch den Lightscreen ein bisschen ausstallen. Klar, das Sceptile ist jetzt definitiv geschwächt, deswegen. Er hat Moldbreaker, keine Rough Skin. Das heißt, wir können hier jetzt erstmal in unser Regirock gehen und selbst unsere Rocks aufbekommen. Ich glaube, dass das für den Spielverlauf definitiv wichtig sein kann. Wenn er uns hier tauntet, dann war das ein Fine Play von ihm. Allerdings heißt es dann auch, dass er nur einen Attacking Move hat. Wenn er uns hier anschippen will für irgendein anderes Mon, dann ist es ebenfalls fein. Regirock ist eigentlich nur gut gegen das Incineroar. Er tauntet uns tatsächlich. Das heißt, entweder wird jetzt hier ein EQ kommen oder eine Dragon Claw. Was predikte ich denn jetzt? Weezing muss auf jeden Fall healthy bleiben. Das ist ganz, ganz wichtig. Ich glaube, ich werde erstmal schauen, was er macht und werde für einen Drain Punch gehen. Während er in seinen Klingklang geht, das kriegt erstmal nice, nice 50%. Und wir können probably erstmal in Weezing gehen. So, was Weezing hier macht, ist, er geht auf den auf den Stelium Z. Und wir kriegen erstmal hier optimalerweise einen T-Spike auf. Aber dann doch nicht. Okay, das ist aber fein. Das ist aber fein, weil wir jetzt in Togedemaru gehen können und wir können jetzt erstmal hier für den Zing-Zap gehen. Sein Klingklang wird ihm wahrscheinlich nicht mehr viel wert sein. Hier an der Stelle. Und deswegen wird er das hier abschmeißen. Er kann natürlich hier jetzt definitiv sofort in seinen Incineroar gehen. Was definitiv auch ein Play sein könnte.
Unser Regirock ist noch sehr, sehr healthy. Was für uns sehr, sehr nice ist. Ich glaube, dadurch, dass er jetzt hier in seinen Dreadigon gegangen ist, hat er EQ als einzigen Move. Das heißt, wir können hier erstmal in das Xatu gehen und können uns einmal hochroosten. Das war ein guter Play von seiner Seite, dass er das jetzt hier, dass er uns jetzt hier getauntet hat. Wir können allerdings weiter für den U-Turn gehen, während er in sein Electrode geht. Was uns definitiv den Switch in Regirock gibt. Und wir werden hier für eine Edge gehen, falls er hier für den Taunt gehen will. Ich würde nämlich behaupten, dass Taunt der beste Move ist, für den er hier gehen kann. Er bleibt allerdings drin, setzt einfach nur die Reflect auf, was vollkommen okay ist. Das heißt, dass Sceptile jetzt unsere Main Art ist, Damage zu dealen. Und ja, wir jetzt definitiv schauen müssen. Wenn er in den Incineroar geht, was ich nicht glaube, wäre das fein. In Dradigon können wir definitiv Sceptile wechseln, das ist komplett okay. Und hier das Vika Volt ist natürlich sehr, sehr nervig. Das ist unglaublich nervig. Ich glaube, deswegen gehe ich auch mal hier auf den Continental Crush. Einfach um dieses Vika Volt mal hier gut töten zu können. Da das unser Hauptproblem mit Sceptile war, definitiv. Dass Vika Volt jetzt gone ist, ist unglaublich, unglaublich gut für uns. Wenn er in sein Miss Magius geht, dann gehe ich definitiv hard in Togedemaru. Er kann natürlich für einen Shadow Ball gehen, hier an der Stelle, was komplett fein ist. Ich werde natürlich hier erstmal für den Zingzap gehen, einfach, dass wir eventuell einen Flinch bekommen. Kriegen keinen, leider, was aber vollkommen fein ist. Und hier werde ich definitiv auch erstmal auf einen Leafstorm gehen, einfach um das Dradigon wegzubekommen. Potenziell. Das Miss Magius ist natürlich ein Problem. Er geht in den Incineroar, lässt das ein bisschen anchippen. Ein bisschen ist gut, holy fucking shit. Der Crit war huge. Was wir jetzt machen können, ist unser Xatu zu opfern. Während er hier probably... Er geht auf einen Flame Charge sogar. Das ist dann doch sehr, sehr okay. Ein Crit hat das gemacht. Ja, ich glaube, unser bester Play ist jetzt in Pangoro zu gehen. Ich glaube nicht, dass er uns mit einem Hit ausknocken kann. Und ready to play. I'm doing my NU serious as you were gone. So. Wir haben natürlich noch ein bisschen was in the bag. Deswegen werde ich hier erstmal für eine Superpower gehen. Obwohl probably auch ein Knockoff sufficient ist. Das lässt das Miss Magius nicht unbedingt rein. Und er geht hier weiter für die Flame Charges. Okay, wir kriegen jetzt seine Weakness Policy weg, was okay ist. Wenn er jetzt hier für einen Drain Punch geht, ist das ebenfalls fein. Wir sollten ihn ja definitiv ausknocken können mit dem Knockoff. Jupp. Und das Dradigon und das Miss Magius sollten kein Problem sein. In erster Linie. Auf dem Dradigon werde ich erstmal zweimal die Sub drücken und ihn dann rausnehmen. Und Choice Bandit Pagoro Bullet Punch sollte definitiv das Miss Magius rausnehmen können. Das heißt, Game 1 sieht schon mal sehr, sehr danach aus, dass wir jetzt hier den W kriegen. Er muss theoretisch sogar in Miss Magius gehen. Probably. Die Frage bei Miss Magius ist, dass ich es mir nicht leisten kann, dass er sich hier, ja, in irgendeiner Art und Weise eine Substitute gönnt. Deswegen muss ich jetzt hier für den Knockoff gehen. Ich werde jetzt hier in mein Sceptile direkt gehen und hier auf den Giga Drain drücken. Wenn er nämlich hier in sein Dradigon geht,
dann sollte das fein sein. Da wir... Ja, doch, jetzt hier erstmal für die HP Ice gehen können. Oh, das Jadigon geht nicht down. Und jetzt muss hier der Leafstorm connecten. Und er tut es. Perfekt, perfekt. GG, GG. Ich habe jetzt hier fast das Game weggeworfen, weil ich nicht gekalkt habe. Das war definitiv ärgerlich. Definitiv ärgerlich. Aber gut, machst du nichts. Müssen wir definitiv besser spielen. So, jetzt nehmen wir erstmal das Round 2 Team hier. Und er ist hier mit Schlinking Offense. Interessant, interessant. So, Schlinking scheint natürlich jetzt auf den ersten Blick sehr, sehr threatening zu sein. Have fun. Cryogonal ist jetzt hier erstmal relativ gut. Gegen das Schlinking, gegen sehr, sehr viele Mons von ihm. Dadurch, dass es einfach Ice Beam Toxic ist. Ich glaube, wir sind auch schneller als Delphox, wenn ich mich recht entsinne. Das heißt, hier haben wir erstmal... Und Sigilyph mit Flynium Z ist natürlich sehr, sehr nice. Auch gegen sein komplettes Squad. Das Ding ist, ich will erstmal hier mit Weezing leaden. Ich glaube, das ist mein bester Play. Und er kann natürlich hier taunten. Allerdings will ich einen T-Spike hier erstmal aufbekommen. Falls er eine Default-Variante ist, dann ist das fein. Ich glaube, dass hier der T-Spike definitiv... Oh, und wir kriegen Chip nochmal auf ihn, was natürlich sehr, sehr gut ist. Wenn er hier in Steelix geht, können wir den Taunt erstmal aufbekommen. So. Und hier auf dem Guzzlord ist definitiv Cryogonal immer der Player. Er kann uns nicht wirklich viel. Er Dracoed uns erstmal, das sieht mir definitiv nach Specs aus, was uns erstmal eine Recover gibt. Und er geht ins Steelix. So, was wir auf dem Steelix natürlich erstmal machen können, ist in Pharaoh Seed zu gehen, auf seinen Rocks. Und wir gehen erstmal auf den Spike. Und schauen dann erstmal, in was sich das Guzzlord lockt. Mit der Protect, die wir hier zum Glück auf dem Set haben. Er geht tatsächlich auf den Fire Blast, was uns enabled, erstmal in das Seismitoad zu gehen, probably. Ja, ich glaube, wir verlieren hier nicht viel. Das Decidueye kriegt nochmal einen Spike ab und einen T-Spike. Was heißt, dass er erstmal hier definitiv sehr, sehr stark angechippt ist. Hier an der Stelle kann ich auch erstmal wieder zurück in Pharaoh Seed pivoten. Während er auf den Default geht tatsächlich. Und ich werde hier definitiv nochmal eine Lage Spikes legen. Wenn er hier raus U-turnen will, dann ist das vollkommen okay. Da wir ein relativ gutes Matchup hier haben an der Stelle. Er geht in Delphox. Was mich definitiv erstmal in Cryogonal wechseln lässt, während er auf eine Sub geht. Ist das Sub CM, Delphox? Dann werde ich erstmal in Sigilyph gehen. Okay, und wir sind zum Glück Magic Guard. Das heißt, ich gehe erstmal auf den CM, während er auf Mystical Fire geht, was schon mal vollkommen okay ist. Wir können hier auch nochmal hochroosten. Da er generell relativ wenig Switch-ins hier hat. Seine beiden Antworten in Guzzlord und Decidueye sind schon mal hier getoxicked. Dieses Delphox wird mich hier persönlich nicht besiegen können. Und hier wird probably ein Knockoff kommen. Und Persimmon ist relativ bad gegen hier dieses Delphox von ihm. Das heißt, wir gehen in Persimmon, während er tatsächlich für Knock geht. Und wir können hier erstmal dann auch auf eine U-Turn gehen in der Prediction, dass er auswechselt. Wenn er nicht auswechselt, dann werden wir natürlich immer wieder zurück in Persimmon gehen. Das sollte klar sein. Allerdings will ich unbedingt hier meinen T-Spike aufhaben. Und er geht in Kabutops. Was für uns heißt, okay, es ist fein. Wir können hier in Pharaoh Seed gehen. Und ich glaube, ich Gyro Ball ihn jetzt hier erstmal. Während er in Decidueye geht und das abwirft, was vollkommen okay ist für mich. Er kann natürlich wieder gerne in Delphox gehen. Wir haben gesehen, er ist ein Mystical Fire Delphox. Bin gespannt, was sein letzter Move sein würde. Er wird jetzt probably wieder für eine Sub gehen.
Aus dem Grund gehe ich jetzt hier erstmal in mein Seismitoad. Während er geht tatsächlich auf das Mystical Fire. Und wir können hier erstmal einen Knockoff kriegen. Wenn wir auf das Delphox einen Knockoff kriegen, wäre das natürlich absolut hervorragend. Das heißt, seine Reliable Recovery ist weg schon mal. Und wir können jetzt erstmal für die Rocks gehen. Die Rocks werden weiter an seinem Team chippen, was unglaublich, unglaublich gut für uns ist. Und ja, hier ist das Guzzlord. Wir haben in Cryogonal immer noch einen Safe Switch. Während er sich hier entscheidet, für einen Draco zu gehen. Wir gehen hier einfach mal auf die Recover, während er in Persimmon geht. Und ich würde behaupten, das sieht auch schon mal sehr, sehr gut aus. Ich glaube, Weezing ist jetzt hier der Play, da er wahrscheinlich auf die U-Turn geht. Jupp. Das heißt, er kriegt nochmal netten Chip-Damage durch den Rocky Helmet. Und wechselt jetzt hier in das Kabutops. So. Das Seismitoad ist getoxikt, allerdings kann es noch sehr, sehr gut sein gegen das Steelix. Allerdings sind wir in einem Speed-Tie mit diesem Kabutops. Ich glaube trotzdem, dass Ferroseed hier der beste Play ist. Während er hier auf den Continental Crush geht, das heißt, es ist okay für unser Ferroseed. Und ich werde jetzt hier erstmal auf ein paar Leech Seeds gehen, falls er irgendwie sich entscheidet. Okay, ja, falls er sich entscheidet, hier in sein Steelix zu gehen, dann ist das schon mal ein extrem guter Play von meiner Seite gewesen. Und ich werde hier nochmal upspiken. Sodass wir ihn jetzt hier definitiv, seine Mons abkriegen. Die Protect hier ist definitiv mein Play, um das Guzzlord zu stallen. Ja, hier geht er auf den Fire Blast, während er dann an Toxic Down geht. Und ich glaube, ab der jetzigen Range sind wir relativ gut mit dabei. Ich kann ja natürlich nochmal in unser Weezing gehen, während er hier auf den CC geht. Und ja, der Rest, GG. So, und der Rest ist, Geschichte. Geschichte, meine Freunde. Boah, das Team ist broken. Broken as shit. Weezing, my boy Weezing. Natürlich muss man jetzt dazu sagen, ich habe alle Persimmon 50-50s gewonnen. Angefangen damit, dass unser Persimmon, dass ich ihm gezeigt habe, dass unser Persimmon unser Switch in sein Knockoff ist und dass er uns kein Damage macht, weil uns unser Scarf eher hindert, da wir Sigilyph als komplette Answer gegen Delphox haben. Das hat uns enabled, dass wir mit Weezing dann dieses Persimmon downchippen, was unglaublich wichtig ist. Cryogonal hätte probably auch dieses Delphox 1v1en können, aber dadurch, dass wir jetzt dann den Spike aufbekommen haben, das Knock durch das Seismitoad, waren seine Substitute-Switch-Ins begrenzt und der einzige Move, den dieses Delphox normalerweise noch rennt, ist Protect. Damit, dass er die Toxic-Turns ein bisschen stallen kann. Manchmal rennen sie sogar nicht mal Mystical Fire, da rennen sie einfach nur Wish-Protect noch dazu. Aber das sind es definitiv. Ja, auch eine Art von Standard-Sets. Und der zweite Spike war halt sehr, sehr wichtig da und daher uns enabled hat, dieses Delphox zu töten. Das Kabutops ist bei 3%, das heißt, das hat nur noch einen Hit gegen unser Ferroseed und unser Ferroseed kann auf jeden Fall die Stone Edges ohne Probleme leben. Außerdem haben wir noch unser Persimmon als Stone Edge Switch-Ins. Das Steelix ist das einzige Problem, das wir noch hätten, aber ich glaube, dafür haben wir Seismitoad, dafür haben wir Ferroseed. Notfalls noch Cryogonal mit Ice Beam und natürlich auch unser Persimmon mit CC, was dieses Mon definitiv gut pressuren kann. Ja, damit haben wir den ersten W gegen Razari, einen Room Owner, glaube ich. Ja, ich glaube, da ist mit NU Room Owner, der früher auch sehr, sehr gut und sehr, sehr oft gespielt hat, tatsächlich. Und ich glaube, ich lüge jetzt vielleicht. Ich glaube, dass er auch ein NUPL-Spieler ist. Aber da bin ich mir jetzt gar nicht mehr sicher. Früher war es auf jeden Fall, weil er früher Deutsch besser war. Aber ob er in den letzten NUPLs mit dabei war, ist, glaube ich, fragwürdig, beziehungsweise weiß ich nicht. So, ja, auf jeden Fall GG an ihn. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Mal in den NU Open. Ich werde jetzt gleich noch die RU Open aufnehmen gegen meinen Gegner, der hat ja schon geschrieben, habt ihr gesehen. Und ja, bis dahin und ciao.